Ja, heute am 25.12.2021 ist leicht Schneeregen, gerade ist jetzt wieder halbwegs trocken, bei 2 Grad, so richtig trübes, tristes Weihnachtswetter. Letzte Nacht ging es mir sehr schlecht, zumindest den ersten Teil der Nacht. Und dann ging es mir wieder ein bisschen besser. Jetzt hoffe ich, dass der Waldspaziergang ein bisschen was bringt. Ja, hier sprießen wieder ein paar Baumpilze. Da ist wieder diese mächtige Buche. Jetzt schneit es wieder leicht. Ja, jetzt schneit es sich langsam ein. Ja, hier ist wieder der heilige Platz. Eine andere Perspektive. Ja, wenigstens ist hier die Luft sehr gut. Ansonsten ist hier ganz schön düster. Hier wächst die große Küstentanne. Die eigentliche Heimat ist die pazifische Nordküste der USA. Müssen wir nicht einmal zur Pazifikküste fahren? Kann man hier auch sehen. Sie ist die größte aller Tannenarten. Sie wird in ihrer Heimat bis 90 Meter hoch. Ja, hier war wohl mal auch ein Fischweiher. Da sieht man noch so einen alten Damm. Gehen wir mal drauf und schauen uns das näher an. Das Moos ist hier so schön grün. Jetzt in der Jahreszeit freut man sich drüber, weil man da nicht so viel Grünes sieht. Ja, hier sprießt wohl auch sowas wie eine Küstentanne. Eine Fichte ist das nicht. Ja, das könnte so eine Tanne sein. Ja, da ist so ein richtiger Steintamm. Und hier ist der Bach, der mal früher aufgestaut wurde. Für einen Fischweiher. Ja, das ist dann auch so eine Art Lost Place. Ein ehemaliger Fischweiher. Wie so ein grüner Fleckenteppich. Sieht doch lustig aus. Ja, da ist der kleine See, eigentlich Fischweiher, zu dem ich eigentlich hin wollte. Schauen wir mal, vielleicht kann man umrunden. Doch ganz interessant. Schauen wir mal, ob man umrunden kann. Ja, ein Weg führt da leider nicht herum, so wie es aussieht. Ja, jetzt schneit es wieder. Relativ dicke Flocken. Aber es richtig liegen bleiben tut er heute noch nicht. Aber immerhin fast weiße Weihnachten. Ja, weiter im Norden und Osten muss ganz schön Schnee liegen. Und muss es auch ganz schön schneien. Und hier wieder ein paar Baumpilze. Ja, ich kehre jetzt hier um, weil es wird mir zu viel dick. Ich versuche es mal auf der anderen Seite noch, ob man da noch ein Stück entlang gehen kann. Ja, es schneit sich langsam ein. Ja, hier sieht es auch nicht so aus, als würde der großen Weg entlang gehen. Hier so parallel dazu. Auch den könnte ich mal vielleicht gehen noch ein Stück, bevor ich endgültig umkehre. Ja, da ist auch ein Baumstamm wie ein Streichholz gebrochen. Sieht jetzt sehr bizarr aus. Ja, da kommt man noch mal ins Wasser. Das scheint ein zweiter Weiher vielleicht sogar zu sein. Ja, da ist das Ende des ersten Weihers. Und hier beginnt der zweite Weiher. Ja, der zweite sieht etwas uriger aus und ist auch kleiner. Na, sieht doch heiß aus. Und hier nochmal der zweite Weiher, der kleinere. Das sieht auch heiß aus. Ja, jetzt kehre ich mal um, weil es ja auch schon bald dunkel wird. Das ist doch noch ein schöner Aussichtspunkt.
So, jetzt geht's zurück zum Auto. Mir ist ziemlich kalt, weil ich ja relativ langsam immer gehen muss. Das ist ja ein interessanter Pilz. Richtig groß und ganz knallorange. Tolle Farbe. Gefällt mir sehr gut. Unsere Weihnachtsende am zweiten Weihnachtsfeiertag. 26.12.2021. Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunstmaratomi. Heute am 26.12.2021 mit dabei meinen Waldspaziergang oder Waldwanderung gegen mein Asthma. Heute will ich wie gestern zu die Cash Palace Weiher laufen, aber dann da so eine Art Rundkurs gehen, ist dann nochmal ein bisschen weiter. Denke ich, wir dann so 2 Stunden etwa brauchen, weil ich sehr langsam laufe, damit ich nicht gleich wieder Anstrengungsasthma bekomme. Ja, heute Mittag habe ich eine Ente gemacht, die war sehr lecker, hat uns sehr gut geschmeckt. Da haben wir die Hälfte heute gegessen und dann morgen gibt es dann noch den Rest. Ja, von der Temperatur her ist heute angenehmer als gestern. Gestern schneite es ja etwas, heute Morgen hatten wir sogar Eisregen. Aber das Eis ist jetzt Gott sei Dank wieder weggetaut. Man kann zumindest hier unproblematisch gehen. Wieder ein paar Baumpilze. Wieder am Heiligen Platz. Hier wird die Schwarzerle beschrieben. Ja, das ist jetzt der vordere Cash Palace Weiher, wo ich schon gestern war. Und jetzt will ich da diesen einen Weg, den ich gestern ein Stück entlang ging, weitergehen und dann stoße ich auf den anderen Weg, wo ich dann irgendwie wieder zurückkommen sollte. Und hier wieder der hintere Cash Palace Weiher. Ja, jetzt geht's den Berg rauf. Mein Asthma macht mal wieder Probleme. Hier ist mal wieder Haareis. Ja, hier sieht man doch mal besonders schönes Haareis. Jetzt ist, glaube ich, schärfer. Jetzt habe ich die Passhöhe des heutigen Tages erreicht. So in etwa 330 Meter Höhe. Ja, jetzt geht's ganz schön runter. Da bin ich früher öfters Rad gefahren. Da aufwärts, das war immer ganz schön hart. Bis zur eigentlichen Passhöhe, so in etwa 360 bis 380 Meter Höhe.